zwei Big Brother wünscht, Vivi. Franzi, tut mir leid, dass ich noch nicht ausgezogen bin. Ich weiß, das war, wolltest du schon immer, wartest nur darauf, dass ich ausziehe, aber Scheiße. Tut mir leid, bin noch da. Sascha. Franzi hat gesagt, Schönen guten Abend und recht herzlich willkommen zur heutigen allerletzten Stunde der Wahrheit am Sonntagabend. Meine Damen und Herren, Sie kennen mich. Ich bin kein Mann, der halbe Sachen macht. Okay, ab und zu esse ich mal ein halbes Hähnchen. Aber ansonsten lautet meine Devise ganz klar, nicht kleckern, sondern klotzen. Und deshalb gibt es die Stunde der Wahrheit heute im Double Package. Und bevor wir uns fettes Material von Franzi anschauen, kommen wir zum König des Big Brother Hauses, zu Sascha dem Ersten. Bitteschön. So einer wie Sascha, der, weißt du, der ist nur offen für deine Probleme, wenn du zu ihm kommst und ihm das erzählst. Der kommt nicht zu dir, wenn er dich irgendwo sitzen sieht und fragt, wie es dir geht, was du hast, warum du so nachdenklich wirkst. Da hab ich einfach keinen Bock drauf. Sieht einfach nur gut aus, weißt du. Er ist nicht mal helle im Kopf. Und eine große Klappe, damit verpackt er das ganz gut. Das muss ich mir nicht antun. Ich habe gesehen, wo er geboxt hat, das Gesicht. Habe ich gar nicht, leider nicht gesehen. Wie brutal, böse oder was? Oh, genau so, wie du es jetzt beschreiben musst. Da habe ich gesagt, sowas auf Model. Jetzt so gerade so schon mit Sascha und so weiter, weißt du, das ist das, ich meine, das ist alle in meinen Augen Masche, weißt du. Immer sich so mit jedem so zurechtlegen, wie man es gerade braucht, weißt du. Ich merke das schon so, dass er sein Monopol auf einer gewissen Art und Weise richtig wie so einen Platzhirsch verteidigen will. Ganz große Schauspielerei, ganz große Schauspielkunst. Ob das jetzt, nachher sich rechnet, ist eine andere Frage. Den hat er alles richtig gemacht. Frage ist nur, will man so enden? Nee, will man so seinen Weg hier beschreiten? Ich weiß nicht, ob das richtig ist, ob man damit durchkommt, ist die Frage. Ist ja egal. Und dann immer der Chill der Moral hochhalten. Mir geht's gar nicht um diese blöden Piss 500 Euro für dieses Messerset. Ja, weil wir haben ja trotzdem auch alles. Das ist ja genau. Es ist ja alles da. Richtig. Es geht mir einfach die nur. Dynamik, wenn vier Leute sagen Nein und einer sagt genau. Ja, das ist warum dann stellt sich ein, warum, wie, wieso nimmt sich einer das Recht raus und stellt sich über alles hinweg und denkt, der ist der King? Weißt du, dieser Egoismus. Tut mir leid, da kann ich. Oh. Schön, dass ich das nicht alleine hier so sehe. Endlich mal einer auf meiner Seite hier. Weil ich ihn ausgetickt ist. Ja. So ist. Ja? Einser passt lebensgerecht auch zu dir. Zu denen? Zu mir? War nicht schön. Macht man nicht so. Das ist ekelhaft. Widerlich. Ja, ja. Vor allem als Kapitän. Eben. Wo er sowieso gerade die Woche uns darüber geschickt hat, mehr oder weniger. Und dann kleiner so ein Ding. Team Rich ist irgendwie. Seltsam. Das ist alles so selbstverständlich, wenn du gewinnst, wenn du deine Challenge hast. Da ist irgendwie, ich weiß auch nicht, da hängt irgendwas in der Luft. Ich kann das gar nicht mal so fassen. Ich glaube, es liegt an diesem Führer. Das kann gut sein. Aber die Isa, die hat ja erst mal zwei Wochen gekannt. Ich wusste nicht, dass es so schnell gehen kann. Also ich fand's ekelhaft. Und ich fand es auch ekelhaft, was Sascha da. Die haben sich auf den Mund geküsst, ne? Die haben sich auf den Mund geknutscht. Ey, mir das ist aber, kam mir auch seltsam vor, die war gerade erst mal zwei Wochen da. Und der fängt da an, rumzueiern. Ich dachte, was ist denn das soll mein Kumpel sein? Der knutscht jetzt die Töle da? Weißt du, so habe ich es immer an mir für. Die Leute kommen immer her und machen dann mit Sascha auf Liebkurserei und damit sie dann selber gut dastehen, weißt du? Dass sie, die gehen an die deutsche Eiche und wollen sich an ihr erlahmen. Als wir hier im Studio waren, davor und danach, weißt du, dann kommt er mit, dann sind wir auch da drinnen immer so, und dann ist er auch immer ganz gut. Aber jetzt ist so total kalt, und wenn ich den so beobachte, so ein bisschen anders irgendwie. Irgendwie passt er sich den anderen Leuten an, oder ich weiß auch nicht. Aber wenn du hier, wenn du rechnest 200 Tage und nur Zucker in den Arsch geblasen bekommst und jeder will in deinem Arsch drin stecken, weil sie dich für den Gott halten, das ist dann schon halt ganz einfach, die Füße auf dem Boden zu behalten. Ja, bezahlt, dass einer kommt und ihn ziemlich runterzieht. Ich glaube nicht, dass er runterzieht. Ich glaube, es führt ihn dahin wieder zurück, wo er am Anfang war. Ich gehe ja von alleine. Kann man sehen? Darauf hoffe ich die ganze Zeit. Ach du Scheiße. Das wird er nicht. Keine Ahnung, was passiert. Ach du Scheiße. Nicht konkret. Und selbst wenn ich nicht bei den Hoffnungen, die er sich macht und nicht bei dem Feedback, das er kriegt. Puh.
Wow! Meine Damen und Herren, harter Stoff für Sascha, wirklich harter Stoff. Ich glaube, das gab ein böses Erwachen in seinem Elfenbeinturm. Denn schließlich, er hält sich für toll, aber alle anderen haben von ihm die Nase voll. Irgendwie kommt mir das so vor, als hätte Gerhard Schröder morgens die Bild aufgeschlagen und festgestellt, dass ihn alle in unserem Land scheiße finden. Ja, das ist schon manchmal wirklich hart. Und wie Sascha damit umgeht, das sehen wir jetzt. Ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich nicht so enttäuscht sein werde vom Carsten, weil ich ja weiß, was auf mich zukommt. Aber das sind ja Dinge, damit habe ja nicht mal ich gerechnet. Mit denen, ah, sowas soll ein Freund sein, ey, der Zeus und was weiß ich was. Und lauter so Zeugs, das war schon schlimm. Weil erstens mal ist der Carsten ja mit einer der Bezugspersonen zu mir. Und ich weiß nicht, warum er so redet, aber ich finde es einfach enttäuschend, es von ihm zu hören. Und vor allem weiß er, wie lange ich hier bin und dass es einfach nicht geht. Und es kann doch nicht nur Menschen geben, sage ich mal, die wo negativ sind. Das muss doch auch Menschen geben oder kann doch auch Menschen geben, die wo positiv sind und Dinge ins Reine bringen wollen und nicht immer zu alles schlecht reden, den ganzen Tag, Mensch, das nervt mich, das nervt mich, das nervt mich. Und da muss ich mir vom Carsten sowas anhören, dass es halt eine richtige Schauspielerkunst ist. Und da bin ich natürlich enttäuscht. Und was ich überhaupt nicht gedacht hätte, ist die Franzi, wo ich sehr enttäuscht bin. Und zwar schon allein der Satz, vielleicht zieht ihr freiwillig aus und darauf hoffe ich schon die ganze Zeit. Also ich weiß ja, dass die Franzi bei vielen Botschaften, sage ich mal, in dem Sinn Stunde der Wahrheit dabei war, aber dass ich gleich so ein krasses Ding bekomme, also ist schon hart. Ich bin mit der Franzi schon so lange hier und ich denke, dass ich noch nie, was heißt ich denke, ich weiß, dass ich noch nie über sie so gesprochen habe. Und sie macht ja auch einmal ein, nicht erst seit Neuestem, sondern schon immer Fratello, Bruder, Sascha hier und da. Und das war auch schon, wo der Markt da ist, das war schon seit Anfang an eigentlich. Und dann muss ich mir sowas reinziehen, dass sie darauf schon Ewigkeiten hofft. Oder die einzige Hoffnung, dass sie schon immer zu denkt, dass ich vielleicht ausziehe. Ich denke, wenn man die Stunde der Wahrheit sieht, oft sind viele Bewohner natürlich die, wo die Freundschaft hinten anstellen und die Millionen im Vordergrund. Wow, da ist einer aber ganz schön angepisst. Meine Damen und Herren, ich bin echt gespannt, was jetzt passiert, wenn Sascha zurückkehrt ins Haus. Ich meine, gerade jetzt, nachdem Franzi ein neues Lieblingslied angestimmt hat. Geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Ich bin echt gespannt, was Sascha jetzt macht. Eigentlich sollte man damit rechnen, er schnappt sich Franzi sofort und tritt ihr volle Kanne in den Arsch. Wird er aber nicht tun, denn er könnte ja Peggy am Kopf verletzen. Du bist eine Pfeife. Echt? Wenn ich dabei bin? Ja, schau du mich an. Du bist mit am meisten dabei. Echt, Alter? Du bist viel ich dabei. Auch. Nee, du nicht. Du bist ich viel nicht. Dabei. Nee. Nee, war, wusste ich doch. Ich wusste das. Also ich möchte mal wissen, warum ihr mich immer als Team-Captain wählt, wenn ihr so, dass das Team so scheiße ist, das kam von dir, liegt am Führer. Wann war das? Dann mit der Isa, zum Schluss so. Dann vor dir, also der Sascha, der hat ja die, also das ganze Verhalten, reine Schauspielerkunst. Das ist alles nur Schauspielern von mir, dass ich so bin. Natürlich, um hier zu gewinnen, hast das, du gesagt. Das hab ich gesagt, ja. Das war genau hier am Zaun mit Makin. Reine Schauspielerkunst, der Zeus, der Gott, der... Wer sagt Zeus? Du. Dann, also vor dir bin ich doch ein bisschen enttäuscht. Was weiß ich was, und sowas soll ein Freund sein? Ey, sowas soll mein Freund sein, Alter. Hab ich gesagt? Und sowas nennt sich Team-Captain und was weiß ich was. Ja, alles von dir. Kann ich mir nicht vorstellen. Micha war ein paar Mal, aber das... Erzähl. Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich stehe dir deine Antwort. Kein Problem. Ich weiß es nicht mehr so genau, es hat mich nicht so interessiert. Wieso? Logisch muss dich das interessieren, was ich sag. Abgeschlossen. Ich hab abgeschlossen, hab denen gesagt, damit du nicht so schnell rauskommst. Franzi, tut mir leid, dass ich noch nicht ausgezogen bin. Ich weiß, das war, wolltest du schon immer, wartest nur darauf, dass ich ausziehe, aber Scheiße. Tut mir leid, bin noch da. Sascha! Franzi hat gesagt, das Einzige, halt, vielleicht zieht er ja aus. Vielleicht haben wir Glück und der zieht aus. Und dann, der wird niemals ausziehen. Hey, das ist das, was ich schon die ganze Zeit hoffe. Das ist das Einzige, mit dem ich hoffe, dass er freiwillig auszieht. Ich wusste es. Hab ich nie mit einem Wort gesagt. Tja, Sascha, recht herzlich willkommen in der lustigen Welt des Lästerns. Und da waren sie jetzt wirklich alle dabei. Alle haben vom Leder gezogen. Nicole, Carsten, Micha. Obwohl, Micha?
Hey, ist doch scheißegal, was der erzählt. Der kriegt morgen Abend beim Boxen eh voll auf die 12. Naja, aber Franziska hat Sascha wirklich wehgetan. Da war er enttäuscht und auch leicht angeschlagen. Und jetzt möchte er wissen, was ist da wirklich Trumpf? Das war schon ein Ding, was wehgetan hat. Vielleicht zieht er aus. Der wird nicht ausziehen. Aber das ist das Einzige, auf was ich warte, auf was ich hoffe. Das ist also... Das habe ich gesagt. Nee. Und dann das Ding, muss ich mir anhören lassen, ich fühle mich ja so sicher. Wo rühme ich mich hier im Haus jemals einen Tag, hast du gesagt, aber nehmen wir mal einen Tag, wo ich mir sicher vorkomme, wo ich sage, pass mal auf, mir kann doch sowieso nichts passieren oder irgendwie angebe oder, weißt du, wie ich meine? Das sind Dinge da, wo ich mir denke, warum kommt denn sowas? Und die Nicole hast richtig gehört, wie die Leute umpolen will. Naja, das Team so und so. Vielleicht liegt es am Führer. Warum winken die mich? Also, und dann immer so richtig freundlich vor mir. Warum denn? Sag mir noch mal bitte, was ich gesagt habe. Das waren mehrere Dinge, aber ich weiß jetzt nicht genau. Du hast gesagt, ich weiß ja gar nicht mehr, mit wem du alles geredet hast. Du, vielleicht zieht er ja freiwillig aus. Wir hoffen halt immer, dass er freiwillig auszieht. Nee, der wird nicht freiwillig ausziehen. Ja, aber das ist das Einzige, auf was ich hoffe. Ich hab dich lieb, Schatz. Sind Sie sich am Umarmen? Ja. Ach du, also wenn ich das schon wieder sehe, da krieg ich, bei so Dingern krieg ich echt den Kotzen, weil das ist widerlich. Man kann, können Sie gleich für die nächste Stunde der Wahrheit für Franzi dann aufbehalten. Meine Damen und Herren, ich sag Ihnen was. Seit Jahren wehre ich mich erfolgreich dagegen, im Fernsehen so eine Scheiße wie Traumschiff, Klinik unter Palmen oder irgendeine Rosamunde-Pilcher-Verfilmung gucken zu müssen. Und dann sehe ich gerade so einen Driss. Ey, das darf ja wohl nicht wahr sein. Bah, war das widerlich. Ich bin nur froh, dass Dr. Horror wieder zur alten Form aufläuft. Während Sascha sich mit Franziska ausspricht, findet man auch im reichen Bereich wieder Worte. Oh, der war enttäuscht, Carsten. Richtig enttäuscht. Du, wer auf so ein Ding enttäuscht ist, ja. Dann bin ich von demjenigen enttäuscht, der sich auf so eine Scheiße einlässt. Und da kannst du mir erzählen, was du willst. Und auf so einen Kindergarten-Scheiß hier lasse ich mich ja nicht ein. Und wer da beleidigt ist, so wie Nathalie, der ist bei mir, der tut mir leid. Ja, Nathalie ist was anderes wie der Sascha. Nee, das ist doch scheiße, ja. Der wisst ja, wenn es genau was los ist. Und bei mir kann ich jetzt nicht verstehen, war doch offensichtlich, dass ich das Team scheiße fand in der Mitte. Ich habe mich doch nicht wohlgefühlt, das weiß er doch. Warum ist er da jetzt? Du weißt doch ganz genau, wie das immer war. Man sich da so jetzt verwundert und fühlen kann, verwundert mich jetzt schon wieder. Sascha und du, ihr habt euch so komisch angeguckt. Ja, klar. Meinst du nicht, ich habe das gemerkt? Oder wenn kommt, ey, warum deckst du den Tisch hier? Wer ist denn noch immer da? Ja, die sind oberbefehlshaberische. Na gut, da muss man damit auch rechnen, dass man Feedback so von dieser Form kriegt. Ist doch ja kein Problem. Aber trotzdem, ja, aber kannst auch, trotz, wie aber oft? Trotzdem mag ich ihn noch. Wie oft habe ich euch gesagt, warum sagt er es nicht? Was denn? Der Messerblock, das, dies. Immer wenn ihr da was denn für ein Messerblock? Ich hab doch mit dem Messerblock gesagt, was willst du denn von mir? Weil da sitzt er so vor mir. Unverständnis, der entgegenkommt. Ich sehe ja schon, wenn er sich aufregt, wie er so Carsten anguckt, dann denke ich mir, ich will doch nicht aus einer Ratte einen wunderschönen Schmetterling zaubern. Das werde ich hier in diesem Haus nicht mehr schaffen. Nach seiner Aussprache mit Franziska hat Sascha auch noch mit Nicole und Carsten ein Hühnchen zu rupfen. Ach, die Pfeife, Alter. Du bist doch echt ein Hans, Junge. Willst du dich mal herzetzen, Sascha? Du nimmst dir dann schon zu Herzen, muss ich gerade verstehen, ehrlich gesagt. Das ja, weil das sind Dinge, ey, da... Aber ich hab dir doch gesagt... Wenn ey, rede mal bitte ruhig mit mir, ich hab die Stunde gekriegt, okay? Na, okay. Einen ruhen Ton. Nee, aber ich verstehe nicht, dass ich ja, zu Herzen ganz bald so. Der Zaun ist der Gott. Der Zeus, Alter, nur Schauspielern. Das ist reine Schauspielerkunst, wie der sich hier verhält die ganze Zeit. Entschuldigung, es gibt halt Leute, die sind ein bisschen positiver, es gibt Menschen, die sind ein bisschen negativer. Pass auf, ich will dir mal was sagen. Ja, wenn du die Worte jetzt auf die Waagschale legst, wenn ich gerade in dem Moment wieder stinkig mit dir bin und will Luft ablassen, wie ich es dir ja schon immer gesagt habe, wie das ist, dann komm in dem Moment, was ich alle draus. Da wünsche ich dir die Pestanhalt. Verstehst du, das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann? Weil ich stinkig bin und sauer. Carsten, du bist... Ich krieg die Nudeln nicht runter. Ich
Nicole war oft dabei. Und da merkt man, dass die Nicole eine Person war, die wo immer ein bisschen gestichelt hat. Die Isa zum Beispiel redet gar nicht von mir. Und vom Team passt ein bisschen was nicht und. Das hat doch aber nichts dann mit Stichel sitzt, zu tun. Dann liegt sie so da. Vielleicht liegt es am Führer. Ja, aber ist doch dann in dem Moment meine Meinung. Und dann sagt die Ding du so... Du weißt doch ganz genau, dass ich mich im Team nicht wohlgefühlt habe. Wenn du mit Carsten da sitzt und ihr euch hier Zeichen gebt und... Keine Ahnung, ich deck den Tisch hier und du sagst, wir essen immer da. Das war im Survivor-Bereich. Ich habe echt viel vergessen, aber Carsten hat ein Ding dabei, da... Ja, aber vergiss es doch. Ja, klar, vergiss es. Das ist doch lächerlich. Also, das ist ja auch nicht so gemeint. Hoffe ich mal, dass du mir das glaubst. Na klar. Was ich auf jeden Fall weiß, bei der nächsten Teamkapitelwahl dreh dich zurück. Das ist doch lächerlich. Nee. Wer soll im Haus bleiben? Wählen Sie die 0137 59 50 und für Carsten die 51. Für Daniela die 52. Für Franziska die 53. Für Jupp die 56. Und für Lelo die 57. Ich bin im normalen Leben auch eine dominante Person. Ja? Das hat nichts mit dir zu tun. Das hat nichts mit irgendwas zu tun. Und ich bin auch bestimmt bei uns beiden die dominantere von beiden. Aussprache im Team normal. Gleich.